Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Autohacking. Und wir wollen nicht darüber sprechen, wie man sich jetzt Autos von der Straße klaut, sondern wir wollen darüber sprechen, wie man Autos so günstig wie möglich, also fast kostenlos, besitzen kann und fahren kann. Und vor allem eben zwei Themen. Das eine ist die Anschaffung, das ist recht schnell erklärt. Und das zweite ist die Wartung. Und da kann man viel Geld sparen auf jeden Fall. Das ist wieder cool. Die Anschaffung, da hat ein weiser Mann mal gesagt, ein Auto sollte maximal ein Bruttomonatsgehalt eines Selbstständigen kosten. Bei einem Angestellten wären es ungefähr zwei Bruttomonatsgehälter, weil der ist ja angestellt und so weiter. Und dann verschiebt sich das alles. Da kannst du mal ausrechnen, was so ein Auto kosten darf. Nie war. Bei mir wäre das ungefähr mal so 6.000, 7.000 Euro und da habe ich jetzt einfach mal einen Renault Megane gekauft. Also da war ich eben noch Freelancer, jetzt mache ich ja YouTube-Videos. Das nur zum Einkaufen. Wie gesagt, der größte Punkt ist immer Wertverlust, das wollen wir vermeiden. Und wenn du so ein günstiges Auto hast, das 7 Jahre alt ist, dann hast du fast keinen Wertverlust mehr oder nach 10 Jahren sowas, ne? Und dann ist es super, dann brauchst du nur noch reparieren oder Ölwechsel machen und das geht immer jetzt. Also wir werden 2 Videos machen und am Ende dieser Videos wirst du in der Lage sein, bei deinem Auto den Ölwechsel selbst durchzuführen. Wir werden gemeinsam in die Werkstatt fahren, eine Hobbywerkstatt, und dort dann die Abdeckung runterschrauben, das Ding hochfahren mit der Hebebühne und den Ölwechsel durchführen. Weil ganz oft die Werkstatt sagt, ja, die Bremsen muss man tauschen oder sowas, ja. Wenn du dich auskennst, dann kannst du halt nachmessen und dann siehst du halt, ah, okay, brauch ich überhaupt nichts tauschen, ja. Und dann kannst du weiterfahren. Genau, oder im besten Fall wechselst du es einfach selber und sparst halt auch wieder, keine Ahnung, 1.000 Euro. 1.000 Euro. Und jetzt gebe ich mal den Bildschirm frei. Wenn dir das Video gefällt, dann smash erst den Like-Knopf, drück außerdem auf diesen kleinen Subscribe-Button da unten und auf die Glocke, damit du am nächsten Mal, wenn ich ein Video hochlade, über Finanzen und Technik informiert wirst. Dankeschön und jetzt geht's weiter. Und hier siehst du schon, ich habe ein Dokument gemacht und da schreibe ich alles rein. Das ist Evernote. Evernote halte ich alle meine Notizen fest, alle meine Dokumente sind da drin und so weiter. Elterngeld, was auch immer, alles. Und dann kann ich quasi hier auch mein Auto, meine Wartung aufschreiben. Ich habe das zwar eigentlich hier, da habe ich auch Serviceheft abfotografiert und so, aber ich mache jetzt mit euch zusammen das hier nochmal komplett von vorne. Also erstellt euch einfach sowas, weil ihr braucht diese ganzen Nummern. Und die suchen wir uns auch jetzt zusammen. Schlüsselnummer wirst du vielleicht schon mal kennen. Also zum einen natürlich wäre es nicht schlecht, den Namen seines Autos zu kennen. Ich habe ein Renault, ist die Marke dann Megane, und dann 3. Das ist die dritte Generation, der heißt Renault Megane 3, so heißt er einfach. Das siehst du meistens beim Autokauf, da steht dann drin, was das für einer war. Oder eben beim Fahrzeugzulassungsteil da, Teil 1. Da steht es meistens auch drin. Und da steht eben auch die Schlüsselnummer drin. Genau, das ist die, suchen wir uns als erstes mal raus, weil mit der Schlüsselnummer können wir die ganzen Teile oder manche Teile schon mal bestellen. Deswegen brauchen wir jetzt die, und für die feinteiligeren Sachen, also für die Bauteile, brauchst du eigentlich die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer. Die werden wir auch noch sehen. Und eben den Fahrzeugtyp, den kann man da rauslesen. Genau. Jetzt fangen wir an mit der Schlüsselnummer, würde ich sagen. Schlüsselnummer ist Zulassungsteil 1. So sieht es ungefähr aus. Da bei 2.1 ist die HSN und bei 2.2 ist die TSN. Ne? Feld 2.2. Das sind quasi die ersten 3 Buchstaben, die da stehen. Die brauchst du. Bei mir sind das eben AUF. Hier steht es ADM. Und diese Nummer ist bei mir 3333. Genau. Und das schreiben wir jetzt dann rein. Also auf 333. Dann die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer. Dafür brauchen wir das Serviceheft. Das steht bei mir im Serviceheft oben drin. Da steht dann eben diese Nummer da. Und diese Null habe ich jetzt mal genullt eben. Eigentlich sind es keine Null und eigentlich sollte es in einer Zeile stehen. Weil das ist diese Nummer, 16-stellig. Und ja, was kann man da rauslesen? Siehst du quasi das Zulassungsjahr und die Vehicle-Nummer und den Hersteller und so weiter oder was auch immer. Das Land. Und das Spannende ist diese Zahlenkombination, diese 5 Zahlen. Das sind nämlich dein Modell. Quasi ein Fahrzeugmodell. Und gerade bei Renault sind es quasi die ersten 4 davon ganz, ganz wichtig. Das ist dann bei mir KZ14. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um die Herstellernummern rauszufinden. Wir brauchen einen Ölfilter, Motoröl, Dichtring und Ölablassschraube. Nur diese 4 Teile. Wenn wir das haben, können wir in die Hobbywerkstatt fahren und dort gibt es Werkzeug und alles schon vorhanden. Und dann kannst du mit dem Meister zusammen das machen oder einfach alleine machen, je nachdem, wie du Lust hast. Der hilft dir dann auch oder eben du machst es selber, weil du hast ein YouTube-Video. YouTube ist da super gut, da gibt es nämlich professionelle Hersteller, die einfach wirklich solche Videos professionell aufnehmen und dann machen. Und ich habe eben meinen Renault Megane 3 Ölwechsel und dann nehme ich den Diesel hier in dem Fall, weil es gibt 2 Videos. Ich kann auch da ein bisschen schauen, aber das da. Und dann theoretisch zeigt er mir noch so ein paar Bauteile auch, die Dinge und so. Aber dadurch, dass es natürlich nie das gleiche Auto ist, also ich meine, es ist schon das gleiche Auto, aber es gibt ja verschiedene Typen. Und mein Typ hat einen anderen Ölfilter und solche Sachen, was je nach Baujahr quasi. Gerade bei Renault ist es ganz, ganz verschieden. Und deswegen werden wir diese Bauteile, die uns da empfehlen, nicht kaufen. Die passen nämlich nicht. Genau. Hier sagt er noch, was du für Werkzeug brauchst. Wenn du das schon hast, ist es super, aber das kann man sich auch ausleihen. Vor allem die Ölwanne und so braucht man alles nicht, weil das ist ja dann eh in der Werkstatt vorhanden. Und jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen mal, wo wir das Nummern überhaupt herbekommen. So, und um das rauszubekommen, gehen wir auf catcar.info. Catcar.info. So sieht das erstmal aus, die Webseite. Also ich nehme Renault, weil ich habe ein Renault. Und dann gehst du hier, ich mache STRG F mal, dann kommt die Suche hier oben.
Und dann gebe ich hier Megane, weil ich bin schon bei Renault. So, Megane 3 habe ich da. Klick. Und jetzt kommt der Vehicle Type. Na, Vehicle Type haben wir schon gesehen. Das ist diese, also nach den ersten drei quasi, die nächsten fünf. Und das KZ140. KZ140 gibt es ja nicht. Hat Renault so gemacht, also dann nur 4. Und dann bin ich schon beim Auto. Das war schon wieder. Jetzt kann ich genau die Teile suchen. Ich kann eine Bauteile von außen suchen. Ich kann quasi da Kotflügel wechseln oder so, wenn ich Lust habe. Und so weiter. Elektrosachen tauschen. Oder eben hier auf Manual die ganzen Teile, Felgen und sowas. Bremsscheiben. Alles kann ich hier bestellen. Habe ich auch schon. Ich habe die hinteren Bremsen schon mal gewechselt und so weiter. Gibt es für alles YouTube-Anleitungen. Wir brauchen Ölfilter und Ölsump. Also da brauchen wir halt die Ölablassschraube. Ölfilter. Kopieren wir uns einfach, also nochmal, das ist der Ölfilter hier. Den gehen wir drauf, die sind 2. So sieht der ungefähr aus, der Ölfilter, bei allen Autos. Und dann kann ich hier diese Nummer kopieren. Ich klicke mal drauf und dann kopiere ich sie einfach hier raus. So, gehe wieder zurück. Und dann durch den Ölfilter die Nummer da rein. Ich mache STRG SHIFT V und dann ist das alles hier drin. Eingefügt, also Rechtsklick einfügen. Also ich mache es gerade für Dichtring und für die Ölablassschraube. Das machen wir zusammen gerne noch schnell. Dichtring gibt es hier nicht. Dann muss ich zurückgehen zur Ölwanne, auf Manual. Und dann auf Oil Sump. Klick. Das ist quasi der... Die Ölwanne eben, da ist das Öl drin und da gibt es eben eine Schraube und zum Dichtring. Also das ist der Nummer 3 und Nummer 4. Kopiere ich mir Nummer 3 und Nummer 4. Washer Car Cap Sealing heißt es. Und das tue ich dann hier eben einfügen, Nummer 3 und Nummer 4. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz aufs Thema Öl zu sprechen kommen. Und zwar die beste und verlässlichste Seite, die ich bis jetzt so gefunden habe, ist die Adenol. Das wird wahrscheinlich Adenol Oil heißen. Da kann man herausfinden, welches Öl für das eigene Auto geeignet ist. Leider geht das bei Amazon nicht richtig und auch bei diesem Car-Shop, den ich vorhin gezeigt habe, da kann man irgendwie auch nicht immer das richtige Öl finden, sondern da kann man alles kaufen. Und diese Seite gibt aber das richtige Öl heraus, das halt eben passt. Da gehe ich nur diese HSN-TSN ein, die wir vorhin schon rausgesucht haben. Dann sagt er, meinen Sie reden oder oh mein Gott? Dann sage ich, ja klar. Klick drauf und dann kommt hier so, aha, dann brauche ich also hier 5,30, also 5,430. Beziehungsweise man kann bloß scrollen. Was steht denn da irgendwo? So, welches Öl für dieses Fahrzeug? Na, ich klicke mal drauf. So, 4,5 Liter steht drauf. Alle 2 Jahre, 24.000 Kilometer und so weiter. Die gehen davon aus, dass ich 12.000 Kilometer im Auto fahre. Das kommt wahrscheinlich so hin. Und da steht ja 5W30. Das ist das, was ich benötige. Und RN0720. Das ist die Renault-Norm, die Mercedes-Norm, weil, wie gesagt, Renault verkauft Motoren an Mercedes. Also, wenn ein Renault Diesel kauft, die kleineren Modelle, das ist immer, also ein Mercedes Diesel, das ist immer Renault. Aber diese zwei Spezifikationen kann ich verwenden und das, irgendwie kann das nur diese Webseite richtig gut ausspucken. Die anderen, die geben dir auch andere Spezifikationen, auf Amazon kannst du irgendein Öl kaufen. Also das ist auf jeden Fall die beste Wahl, um das richtige Öl zu finden. Dankeschön, was soll ich sagen. Und das speichern wir uns jetzt natürlich, vor allem diese Spezifikation RN027, ebenfalls in unser Autoding. Da steht es eh schon. Zack. Und eben die 5W30, das ist eben dann die Viskosität. 5W30. Zack, zack. Und rein damit, steht schon drin. Dankeschön. Und weiter. Also jetzt kaufen wir es. Kaufen geht über Autodoc, heißt es. Autodoc.de. Die Teile noch nicht vergessen, also immer die Teilnummer eingeben oben. So. Und nicht auf das vertrauen, was der anzeigt. Alles über die Teilnummer bestellen, ja. Das ist das Wichtigste. Also, nehmen wir den Filter, Klick, habe ich schon gekauft vorhin. Dann später die nächste Teilnummer für den Dichtring. Den würde ich auch einfach so da oben eingeben. Den hat der meistens auch vor Ort, der von der Autowerkstatt. Ich glaube, der hat ihn letztens mal einfach mir gegeben. Aber ich würde ihn trotzdem bestellen. Und natürlich auch die Ölablassschraube. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Fest gekauft habe. Ich glaube, der hatte so eine ganze Box voller Hunderter von solchen Sachen drin. Wo Hunderte von diesen Dichtringen drin waren, welche sind alle gleich. Da unter die Schraube, die hat so einen Vierkant hier. Da braucht man spezielles Werkzeug, das hat er aber auch vor Ort. So, und nun kaufen wir noch das richtige Öl ein. Wir haben die Freigabe vorhin schon rausgesucht. RN027. Ich kopiere das mit STRG C und Rechtsklick kopieren. Dann gehen wir rüber. Übrigens die 5W30 merken wir uns auch. Das ist auch sehr wichtig. 5W30. Dann gehen wir rüber und gehen auf Motoröl bei der Webseite hier. Ich klicke jetzt einfach auf Motoröl rein. Wir geben diese Nummer nicht hier ein, weil da sucht er nur, findet er nur ganz viel Zeug. Wir wollen nämlich hier nochmal diese Filterfunktion nutzen. Auf 5 Liter, weil wir brauchen 4,5 Liter für unseren Motor. Also ist 5 Liter das Richtige. Und natürlich 5W30. Das ist hier. Klick. Dann haben wir auch gleich die richtige Viskosität. Warum habe ich jetzt nicht hier einfach links bei der OEM-Nummer diese 0720 angeklickt? Da steht auch RN027. Nun, das mache ich deswegen nicht, weil wenn ich draufklicke, was ich machen kann, dann zeigt er mir einfach gar kein Öl mehr an, außer dieses da für 60 Euro. Das muss ein Bug sein, aber es ist nun mal so. Wahrscheinlich ist es einfach ein Bug. Also machen wir sie draus und dann haben wir hier die. Ich klicke einfach STRG F auf die Suche und dann sieht man schon, ich habe dieses 027 da reingetragen und eingetippt. Und dann kann ich da durchscrollen. Das Öl wäre geeignet, 27,70 Euro.
ist völlig in Ordnung, kaufen auch einige. Das hier ist auch ein Synthetiköl, passt ebenfalls, auch 27. Das Manol kaufen auch sehr viele tatsächlich, würde ich auch machen. Ich habe jetzt allerdings leider da unten eins bestellt, da sind auch ganz viele Öle, 30, 40 Euro und so weiter. Das ist alles dasselbe im Prinzip. Ist auch völlig egal, wirklich wurscht, ganz ehrlich, ganz egal. Es geht nur darum, Öl. Da ist es. Das ist von Renault. Das ist das Originale quasi, von, also dieses 11 da, ne? Das habe ich jetzt bestellt. 50 Euro statt 30, ja, man hätte wirklich, man hätte sich die 20 Euro noch sparen können, ist ja auch egal. Ja, ich habe es zu spät gesehen. Und man kann in der Werkstatt dann eben das alte Loch abgeben, das ist gar kein Problem. Jetzt haben wir es eben gekauft, ich klicke auf hier kaufen und dann gehe ich zum Warenkorb und dann habt ihr alles bestellt und dann können wir weiterschauen. Das kommt dann an und dann könnt ihr damit das Werkzeug einpacken, was ihr so braucht, dann zur Werkstatt fahren. Das machen wir im nächsten Video, weil das jetzt eh schon so lange ist. Und dann werden wir in der Werkstatt das einfach zusammen durchführen und dann fahren wir wieder heim. Und dann spart ihr euch eben diese 300 oder so 400 Euro, was es normal mehr kosten würde. Und man kann das mit allen Sachen durchführen, also auch die ganzen Filter und sowas. Da gibt es auf YouTube auch nochmal natürlich Renault Megane 3. Service DIY. Kannst auch noch mal schauen, was das alles gibt, ja? So, aber das Wichtigste ist eben Ölfilter wechseln eigentlich. Das ist das Allerwichtigste. Und dann natürlich die Luftfilter-Sachen kann man dann eben auch machen. Es gibt noch eben Luftfilter für den Motor und den Innenraumluftfilter. Genau. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und dann bauen wir gemeinsam das Auto mal auseinander und schauen uns an, was man alles machen kann. Tschüss.